Hallo und recht herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ländle TV, Dir Tag. Heute gibt es einen Ausschnitt vom Ländle Talk mit dem Langzeitbürgermeister Werner Huber. Sicheres Vorarlberg gibt einige Tipps zum Thema Sehen und Gesehen werden. Und es gibt wie immer die News, Sport sowie Wetterinformationen. Vor gut einem Monat hat der Langzeitbürgermeister Werner Huber sein Amt zurückgelegt. Beim Ländle-Talk sprach der ehemalige Götzner Bürgermeister mit Günther Oberscheider über seine Höhen und Tiefen. Wenn man die Entwicklung von Götzis hernimmt, ich glaube, dass man, wenn man selber hier tätig ist, wie wir mit unserem Team von Ländle-TV am Garnmarkt, wird man vielleicht zum Teil betriebsblind. Man sieht, man nimmt alles nicht mehr so wahr, was eigentlich wirklich passiert. Wenn wir allerdings unterwegs sind mit unserem Team und davon sprechen, dass wir in Götzis beheimatet sind, dann kommt eigentlich immer der gleiche Satz: unglaublich, was sich in Götzis abspielt. Ich denke zum Beispiel an die Kulturbühne am Bach, an die wunderbare Restaurierung des Jonaschlösslers. Das sind natürlich tolle Projekte. Auch der Garnmarkt natürlich ist ein ganz herausragendes Projekt. Und das zuletzt das Feuerwehrhaus, das auch ein gelungenes Projekt ist, das gehört auch noch dazu. Also es gibt natürlich jede Menge Projekte, die hier realisiert wurden in der Zwischenzeit. Es gab aber vermutlich auch in deiner Karriere Tiefschläge. Ja gut, das war damals vor 2-3 Jahren nicht so einfach mit dem Projekt Götzis Markt und Mitte. Das wird jetzt aber neu aufgegleist und wird sicher auch letzten Endes zum Erfolg führen. Das war doch ein bisschen ein Rückschlag. Nicht ganz einfach war natürlich auch die Verlegung des Standortes des Feuerwehrhauses. Das ist mir doch sehr ans Gemüt gegangen, das muss ich schon sagen. Denn hier wurde natürlich schon ein bisschen das eine oder andere am Porzellan zerschlagen. Zugegebenermaßen war die Standortverlegung natürlich schon eine relativ stramme Sache, das muss man schon zugeben. Aber es war richtig letztlich, das glaube ich auch. Deswegen kann man auch dazu stehen. Aber solche Dinge passieren natürlich im politischen Leben schon, wenn man was vorausbringt. Den ausführlichen Ländle-Talk sehen Sie übrigens ab heute im Ländle-TV-Wochenmagazin sowie online auf voll.at. Und bei uns geht es weiter mit den Nachrichten des Tages im Überblick. Neues Psychiatriekonzept präsentiert. Psychisch erkrankte Menschen sollen künftig leichter und wohnortsnah zu einer passgenauen Hilfe und Behandlung kommen. Das ist das Ziel des Vorarlberger Psychiatriekonzeptes 2015 bis 2025, welches am Dienstag im Landhaus präsentiert wurde. Ein wichtiger Schritt zur Umsetzung des Konzeptes wurde mit der Einrichtung einer Landesstelle für Psychiatriekoordination getan. Diese Landesstelle ist nun auch für den Aufbau von 4 regionalen Anlaufstellen zuständig. Im nächsten Jahr wird in jedem Bezirk ein sogenanntes sozialpsychiatrisches Zentrum installiert. Diese regionalen Zentren haben dann die Aufgabe, die Bevölkerung zu versorgen, sowie einen 24-stündigen Krisen- und Notfalldienst bilden, den man in einem weiteren Schritt ab 2017 aufbauen möchte. 3 Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Alberschwende. Aus bisher unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen auf der Bregenzer Waldstraße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Rettungsauto und einem PKW. Der Zusammenstoß ereignete sich laut Polizei gegen 5.45 Uhr auf der regennassen Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde der PKW eines 19-Jährigen um 180 Grad gedreht und prallte gegen die Fassade eines Firmengebäudes. Der 19-Jährige Autolenker und die beiden Insassen des Rettungsautos erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Laut Polizei war ein Alkoholtest beim Autolenker aufgrund seiner Verletzungen bisher nicht möglich. Und 2 Tourengeher aus Vorarlberg sind nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden am Sonntag am 3606 Meter hohen Piz Cambrena bei Pontresina verunglückt. Die beiden Tourengeher wurden beim Aufstieg über einen Grat von einem Schneebrett erfasst. Die angeseilten Männer im Alter von 28 und 29 Jahren stürzten rund 150 Meter in die Tiefe. Die Alpinisten konnten noch selbst die Rettung alarmieren. Sie wurden von Hubschraubern geborgen. Die beiden erlitten mittelschwere Verletzungen. Passend zur Jahreszeit gibt Sicheres Vorarlberg einige Tipps zum Thema Sehen und Gesehen werden.
Sehen und gesehen werden, ein Thema, das gerade im Straßenverkehr höchste Priorität hat. Im Grunde kennt es jeder, es ist schon recht dunkel, vielleicht noch etwas neblig und plötzlich taucht ein Fußgänger oder Radfahrer auf. Wenn diese dunkel gekleidet sind, hat man fast keine Möglichkeit, sie rechtzeitig zu sehen. Aus diesem Grund gibt es eine Initiative von Sicheres Vorarlberg, bei der die Gemeinden die Möglichkeit haben, Reflexstreifen zu erwerben. Und diese Möglichkeit wird gerne genützt. Ja, die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger ist natürlich ein zentrales Thema. Und dieses Sehen und Gesehen werden jetzt gerade wieder, wenn die dunklere Jahreszeit kommt, ist eine ganz wichtige Sache. Und das unterstützen wir sehr gerne. Und diese Reflektoren, die finden da regen Absatz und werden auch eingesetzt. Das ist ein großer Beitrag auch zur Verkehrssicherheit, ein aktiver Beitrag zur Verkehrssicherheit, dass man sich selber auch sichtbar macht. Ganz wichtig natürlich auch bei Kindern und Jugendlichen. Da gibt es manchmal noch einiges zu tun, auch an Bewusstseinsbildung, dass Eltern auch darauf schauen, dass wenn Kinder im Dunkeln auf dem Schulweg sind, dass sie auch gut sichtbar sind. Auch von Seiten der Exekutive begrüßt man das sichtbarer Machen. Die Reflexstreifen sind ein wesentlicher Punkt, um die Gefahr für Fußgänger und Radler zu vermindern. Jedem ist schon aufgefallen, wenn er mit dem Fahrzeug unterwegs ist, sprich jetzt in der Herbstzeit, wenn die Tage kürzer werden. Am frühen Morgen ist es noch stockdunkel, wenn Personen schwarz gekleidet unterwegs sind. Hinzu kommt noch schlechte Witterung, Regen, Nebel. Die Personen ohne Leuchtstreifen, wenn sie noch zusätzlich schwarz gekleidet sind, kaum wahrnehmbar. Die Reflektoren sollten im Idealfall an beiden Beinen befestigt werden. Dann wird man wirklich um einiges besser gesehen. Infos zu den Reflexstreifen gibt's unter www.sicheresvorarlberg.at. Soweit zum Sicherheitstipp vom sicheren Vorarlberg und bei uns geht es weiter mit den Meldungen aus der Welt des Sports. Skifahrerin Elisabeth Capaura fährt diese Woche um einen Startplatz beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Am Freitag finden am Mölltaler Gletscher die ÖSV-internen Quali-Läufe statt. Die besten vier Damen können sich für den ersten Riesentorlauf der neuen WM-Saison qualifizieren. Das war's vom Sport und die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten von morgen gibt es jetzt. Angelobungsfeierlichkeiten von neuer Landesregierung und Landtagsabgeordneten am Mittwoch mit Misstönen. Opposition will geschlossen die Wahl von Harald Sonderegger zum Landtagspräsidenten boykottieren. Heizöl so günstig wie seit 3 Jahren nicht. Guter Zeitpunkt, um einzulagern. Und Kunst muss aus dem Ort heraus entstehen. Der neue Kunsthausdirektor Thomas Trummer im Gespräch mit den VN. Das war's auch schon wieder von einer Ausgabe Ländle TV Dir Tag. Sie sehen wie gewohnt noch das Wetter. Ich verabschiede mich bei Ihnen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss. Die Vorarlberger Nachrichten digital. Genießen Sie mit den Tablets der neuen Generation Ihre VN in gewohnter Aufmachung. Lesen Sie Ihre VN digital im Offline-Modus, wann, wie und wo Sie wollen. Der Originaltext ist bei einem Tablet mit 12,2 Zoll Bildschirm ohne Vergrößerung lesbar. Mit der neuen Abendausgabe erhalten Sie die aktuellen lokalen Nachrichten schon kurz vor 19 Uhr. Jetzt VN Digital inklusive 12,2 Zoll Tablet bestellen. Heute Nacht ziehen dichtere Wolken auf, leichte Regenschauer sind möglich. Diese finden aber vor Tagesanbruch bereits wieder ein Ende. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad, der Wind weht mit 8 km aus Südosten. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, es stellt sich eine westliche Höhenströmung ein. Die Luft ist generell feucht und es gibt verbreitet Wolken im Ländle, aus denen zeitweise leichte Regenschauer zu erwarten sind. Zwischendrin zeigt sich allerdings auch immer wieder einmal die Sonne. Die Höchstwerte erreichen 14 bis 21 Grad. Am Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt, aber weitgehend trocken. Leichte Regenschauer konzentrieren sich auf das Bergland. Im Norden ist es windig aus West bis Südwest. Am Freitag starker Westwind und Regen, vor allem im Norden und Nordwesten Vorarlbergs. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 2800 Meter herunter und am Samstag ist es heiter bei Temperaturen von 10 bis 19 Grad.